Die Revolution kommt über Nacht und es ist so, als hätte Deutschland nur darauf gewartet. Mit lauter Musik und schrillen Outfits rollt die Welle durchs Land, ohne Rücksicht auf den guten Geschmack. Aerobic ist ein Massenphänomen. Wie so viele Trends kommt auch Aerobic aus den USA. Alles fertig zum Training? Ja! Jane Fonda hatte Aerobic zunächst bei Amerikas Hausfrauen populär gemacht. In Deutschland ist es Sydney Rome, die 1982 dem neuen Fitnesstrend ein Gesicht gibt und einen Körper. Ich dachte mir damals, Aerobic wäre wunderbar für die Europäer. Und als nach einem halben Jahr Aerobic hier immer noch unbekannt war, habe ich mir gesagt, du machst es selbst. Du holst Aerobic nach Europa, denn es ist eine so gute und gesunde Sache. Leibesübung alleine oder in der Gruppe hatte durchaus Tradition in Deutschland. Denn ein gesunder Geist kann schließlich nur in einem gesunden Körper wohnen. Und nach dieser Devise wurde auch schon immer im Fernsehen geturnt. Dann machen Sie doch bitte Zeltchen aus den Händen, drücken die fest gegen den Boden, damit diese Sache hier hochkommen kann. Mit Aerobic wird alles anders. Fitness ist plötzlich laut und bunt und soll sogar richtig Spaß machen. Zum Training rennt man nicht mehr in den Wald, sondern ins Aerobic-Studio. Und auf einmal ist es auch ganz wichtig, was man beim Sport anzieht. Unglaublich, was so alles zu einem perfekten Aerobic-Outfit dazugehört. Dann dazu braucht man als erstes passend mal einen Anzug. Und natürlich ein Stirnband, wenn der Schweiß läuft. Es war das erste Mal, dass die Leute sich wirklich um ihren Körper gekümmert haben. Aber es ging schon damals nicht nur ums Aussehen, sondern auch um Gesundheit. Und heute sind wir so weit, dass Ärzte ihren Patienten sogar Sport verordnen. Das ZDF widmet sich dem Thema Aerobic mit großem Enthusiasmus, einer täglichen Mitturnshow für die ganze Familie. Ganz im Sinne des öffentlich-rechtlichen Bildungs- und Bewegungsauftrags. Aber immer mit großer wissenschaftlicher Sorgfalt. Und man muss dabei achten, dass man nicht ins Hohlkreuz fällt, sondern dass eine gesamte Körperspannung da bleibt. Und als der neue Trend die ersten Opfer fordert, steht das ZDF am Krankenlager. Ich hatte einen Achillessehnenabriss, was mir dann eine halbe Stunde später ein Orthopäde bestätigte. Okay. Übrigens, Thomas Gottschalk hat nicht immer nur auf Wetten-dass-Sofas herumgesessen, aber Aerobic war dann doch nicht so ganz sein Ding. Die Deutschen waren einfach die Besten, voller Begeisterung. Und was wir damals gemacht haben, war ja richtig anstrengend. 45 Minuten herumspringen am Stück. Den Deutschen war dabei nur eins wichtig. Frische Luft und frische Luft. They would open the windows sweating. I remember that. So durchdringt Aerobic in kürzester Zeit alle Teile der westdeutschen Gesellschaft bis hin zur Bundeswehr. Da will der Arbeiter- und Bauernstaat natürlich nicht hinten anstehen. Medizin nach Noten, so der etwas spröde Titel der volkseigenen Aerobic-Variante. Zuerst in den Seitstütz und... Und es dauert nicht lange, da hat die kapitalistische Leg-Warmer-Gymnastik auch die Sowjetunion unterwandert. Sogar bis ins Reich der Mitte dringt die Botschaft von froher Fitness mit Musik. Mein Körper braucht immer noch viel Bewegung. Ohne Sport fühle ich mich wie eingequetscht unter einem Baumstamm. Aber inzwischen interessiere ich mich mehr für Aktivitäten in Richtung Yoga. Ende der 80er flaut der Aerobic-Boom ab. Doch Sydney Rome ist nur die erste von vielen prominenten Fitness-Gurus, die ihr nachfolgen. Sport ist nun mal gut fürs Promi-Image. Regina Halmich zum Beispiel präsentiert Tebo, eine Art Nahkampf-Aerobic. Barbara Becker schwört auf ein Aerobic Light namens Pilates. Und sogar Nadja Abdel-Farag schwingt ihre Hüften im Geist von Fitness und Spaß. Aber so bunt und lustig wie damals 1982, dem großen Jahr von Aerobic, wird Fitness nie wieder sein.